Zu verlorenen Orten, Lost Places, möchten wir Sie in dieser Woche mitnehmen. Heute geht es in Berlin zu den Orten, die eine unfassbare Geschichte zu erzählen haben. Unser Reporter Jan Schwiderek hat genau zugehört und wird Ihnen jetzt diese Geschichten erzählen. Die Entdeckungsreise startet mitten in Berlin und taucht dann ab unter die Erde. Und zwar am stillgelegten Flughafen Tempelhof. Im Jahr 2007 wurden hier noch rund 350.000 Fluggäste abgefertigt. Die ehemalige Landebahn, eine Fläche größer als Monaco, heute ein beliebter Ort für Berliner Freizeitsportler. Und für unseren Lost Places Reporter Jan Schwiderek. Denn unter dem Hauptgebäude gibt es viele Geheimnisse zu entdecken. Jan ist mit dem Tempelhof-Experten Stefan Kniestedt verabredet. Das ist beeindruckend, wenn man hier zum ersten Mal so drinsteht. Das ist eben die ehemalige Abfertigungshalle. Und die steht, wie der ganze Komplex, unter Denkmalschutz. Heißt, hier darf nichts verändert werden. Der Flughafenbau ist Zeugnis eines wichtigen Abschnitts deutscher Geschichte. In den 30er Jahren, von den Nationalsozialisten erbaut, sollte Tempelhof das Flugkreuz Europas werden. Das Aushängeschild deutscher Macht. Unter dem gigantischen Bau ein riesiges Labyrinth aus 3 Tiefgeschossen. Insgesamt 5 Kilometer langen Gängen und etwa 300 Bunkern. Ein Areal, das immer noch nicht vollständig erschlossen ist. Über die Jahrzehnte bis heute wurde es ganz unterschiedlich genutzt. Jans erste Station befindet sich 3 Etagen unter dem Flughafengebäude. Ein Luftschutzbunker. Wieso gibt es denn Luftschutzräume an einem Flughafen hier? Also es gab ein Luftschutzgesetz in Deutschland von 1935, was langfristig vorgesehen hat, dass solche Räume überall zu errichten sind. Wir wissen warum. Bunker mit VIP-Status. Hohe Decken und Wandgemälde sollen die Menschen auf andere Gedanken bringen, während über ihren Köpfen die Bomben einschlagen. Doch als der Krieg seinen Höhepunkt erreicht, ist auch in diesen Bunkern nichts mehr von Luxus zu spüren. Bis zu 80 Menschen kommen hier unter. Was sind das? 30 Quadratmeter? Und dann zu 80 hier so, dann steht man ja hier ein bisschen. Ja, und am Boden war alles vollgelegt. Und der Rest steht. Ja. Privatsphäre gibt es auch im Luxusbunker nicht. Was zählt, ist das nackte Überleben. Ein weiteres Relikt aus der Zeit des NS-Regimes, ein Schienentunnel. 3 Stockwerke unter der Erde zieht er sich unter dem Gebäude durch. Was genau ist hier passiert? Hier unten wurden Flugzeuge gebaut, des Typs Focke-Wulf 190, also ein Jagdflugzeug, etwa 2000 Stück in den Kriegsjahren 42 bis 45 etwa. An den Deckenkonstruktionen montieren tausende Zwangsarbeiter aus den von Deutschland besetzten Ländern die Kampfflugzeuge. Durch diesen Tunnel geht's für sie direkt in den Einsatz. Dann, 1945, das NS-Regime ist besiegt. Die Alliierten übernehmen den Flughafen. Zur Zeit der Blockade wird er zur wichtigsten Lebensader der Stadt. Hier landen die sogenannten Rosinenbomber, die die deutsche Bevölkerung mit Lebensmitteln und Brennstoffen versorgen. Der Flughafen wird zum Stützpunkt der US Air Force. Einen der Räume auf Etage 2 unter dem Gebäude nutzen die Amerikaner als Kommandozentrale, eine Spionagestation. Von hier aus überwachen sie die Luftkorridore über Berlin. Auch die Vorgänger der heutigen NSA arbeiten hier. Mitte der 60er genutzt als Zentrale. Hier haben die gesessen und haben das irgendwie alles überwacht. Ja? Also Sie müssen sich das so im Stil der 70er Jahre vorstellen, also mit ganz vielen Knöpfen und ganz vielen Anzeigen, ganz vielen Telefonen. Das war also nicht so digital wie heute mit großen Bildschirmen. Und hier liefen also die Sachen zusammen, die für die Sicherheit des Westteils von Berlin immens waren. Eine Karte vom damaligen Tempelhofgelände. Rund 2000 Amerikaner sind hier in der Nachkriegszeit beschäftigt. Und die sollen den Flughafen so selten wie möglich verlassen, um draußen nicht ausspioniert zu werden. Was ist denn das hier? Tja, warte mal. Keine Ahnung. Eine Squashhalle. Eine Squashhalle auf dem Flughafen? Genau.
Außerdem gab es einen Basketballplatz und eine Schwimmhalle. Solche Annehmlichkeiten sollen die stationierten Amerikaner dazu bringen, auch in der Freizeit auf dem Gelände zu bleiben. Eine Sicherheitsmaßnahme. Aber jetzt wartet auf Jan noch das größte Geheimnis Tempelhofs. Dafür geht es an den tiefsten Punkt der unterirdischen Anlage. 14 Meter tief, auf der dritten unterirdischen Etage. Hier befand sich zu NS-Zeiten ein Filmarchiv mit höchster Geheimhaltungsstufe. Bis 1945 lagern hier geheime Luftaufnahmen, die die Nazis zur Planung von Angriffen nutzten. So sahen die Räume hier früher aus, unzählige Karten feinsäuberlich einsortiert. Als die Alliierten den Flughafen übernehmen, öffnen sie die Bunkertür. Mit einer Granate. Das Archiv geht in Flammen auf. Beton fängt an, bei 900 Grad Celsius zu bersten. Und die müssen wir hier gehabt haben. Also es hat praktisch hier über uns die Decke komplett weggesprengt. Tempelhof, ein unterirdisches Labyrinth, dessen Geheimnisse die Forscher erst nach und nach entdecken. Im Osten Berlins, ein Vermächtnis der DDR, unser nächster Lost Place. Zu DDR-Zeiten wurde dieses Tor hier militärisch bewacht. Nur die Politoberen und ihre Familien hatten hier Zugang. Das war nämlich ein Luxuskrankenhaus. In diesem Betonkoloss verbarg sich das Regierungskrankenhaus der DDR-Führung. Staatsratsvorsitzender Erich Honecker, Staatssicherheitsminister Erich Mielke. Zu DDR-Zeiten die oberste Regierungselite sind die Leute, die hier seit den 70er Jahren ein- und ausgehen. Jan trifft Fotograf Andreas Böttger. Er hat sich auf verlassene Gebäude spezialisiert. Er stößt vor einigen Jahren auf dieses Krankenhaus und ist fasziniert. Heute kennt Böttger alle Geheimnisse dieses verlassenen Ortes. Das ganze Gebäude sieht von außen wahnsinnig groß aus. Du musst dir vorstellen, es befindet sich auf einer Grundfläche von 23.000 Quadratmetern. Im Regierungskrankenhaus wurden gerade mal 110 Patienten behandelt. Elite eben. Schon an der Anmeldung ist Jan erstaunt über die Dimensionen. So sah es hier früher aus. Das sieht hier wirklich aus wie in einem Hotel. Also das ist alles aus Holz. Das könnte original 1:1 im Hotel sein. In einem guten Hotel sogar. Jan schlüpft in die Rolle eines Elite-Patienten der 70er Jahre. Der musste erst mal seinen Ausweis vorzeigen. Dann wurde er zu den Fachbereichen durchgewinkt. Der normale DDR-Bürger musste hier draußen bleiben. Fertiggestellt wurde das Krankenhaus 1976 mit einer Ausstattung weit über dem damaligen Standard. Das sieht alles so nach, ja doch nach Hightech aus schon. In diesem Regierungskrankenhaus hat man hier Technik, und zwar allerfeinste Technik aus dem Westen gehabt. Das gesamte Krankenhaus war damit ausgestattet. Die Frage, ob es nicht vielleicht eine Zweiklassengesellschaft in der DDR gab, tut sich hier auf jeden Fall auf, weil hier hatte das Regierungsmitglied definitiv beste medizinische Versorgung gehabt. Fehlt etwas, schicken die Ärzte einen Stasi-Mann nach West-Berlin. Ein paar Stunden später sind die benötigten Medikamente im Krankenhaus. In den Krankenzimmern sollen sich die Patienten standesgemäß erholen. Ja, das ist jetzt ein zweiter Raum einer Zweiraum-Suite und schön eingerichtet im 70er-Jahres-Stil. Nicht zu viel fürs Auge, dort auf der Schale. Man sagt sogar, dass in den Schalen halt Südfrüchte waren. Das ganze Jahr durch, für DDR-Verhältnisse natürlich schon was ganz Besonderes. Ne? Geräumig und hell, mit einem Balkon zur Sonnenseite. Die hochrangigen Patienten sollten sich wohlfühlen. Sogar ein Schwimmbad gab es. Und natürlich eine Suite, eigens eingerichtet für den Staatschef Erich Honecker. Mit viel Leder und verspiegelten Fenstern. So konnte er sich hier in völliger Privatsphäre erholen. Und Honecker hat sich hier auch in diesem Zimmer behandeln lassen. Ja, davon kann man ausgehen. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass er auch hier gewesen ist. Denn zur Wendezeit ging es ja Erich Honecker schon nicht mehr so besonders gut. Honecker leidet an Krebs und stirbt 1994. Jan entdeckt einen Fahrstuhl, der in einen unterirdischen Bunker führt.
Teil einer Sicherheitszone unter dem Krankenhaus zum Schutz der hochrangigen Patienten im Falle eines Angriffs. Eine eigene kleine Welt, in der sie bis 6 Tage lang überleben konnten. Dafür gab es Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen und natürlich Nahrungsvorräte. So, ein Krankenhaus, was nicht jeden reinlässt, wirklich ein starkes Stück. Im nächsten Lost Place stößt Jan auf eine Verbindung, die eigentlich nicht zusammengehört. Sport und Krieg. Wir sind im Olympischen Dorf von 1936. Während der Sommerspiele in Berlin wohnt und trainiert hier die Sportelite der Welt. Ein historischer Rasen. Den 4000 Athleten aus 49 Nationen steht ein 55 Hektar großes Gelände zur Verfügung. Hans-Heinrich Rathjen arbeitet für die Stiftung, die sich um den Erhalt des Dorfes kümmert. Er zeigt Jan die verlassenen Städte des Olympischen Dorfes. Die Schwimmhalle. Hier zogen die internationalen Spitzenathleten ihre Bahnen. Allerdings nur zum Training. Die Wettkämpfe fanden im Olympiastadion in Berlin-Mitte statt. Weiter geht's zur Turnhalle. Hier trainierten vor allem Boxer und Leichtathleten. Gebaut wurde sie, wie alles im Dorf, von der damals höchsten militärischen Instanz, der deutschen Wehrmacht. Eine Planung mit Kalkül. Warum man diese Türen da unten reingebaut hat, man hat das teilweise als Schießhalle genutzt, den Sportplatz als Schießbahn, und hat hier drin gelegen und hat von hier aus geschossen. Also auch eine militärische Nutzung. Ja. Man hat immer diese beiden Nutzungsarten von vornherein geplant, Olympisches Dorf und Offiziersschule der Infanterie. Dorf des Friedens nannten die Nationalsozialisten das Olympische Dorf. Dabei war es ein Teil der Aufrüstung. Im Hinblick auf den geplanten Krieg baute man die Häuser damals schon bewusst massiv. Der Experte führt Jan durch die Wohnblocks. In knapp 140 Häusern kamen jeweils 22 Sportler unter. Für die Bewohner der Zweibettzimmer gab es einen Steward, der sauber machte. Außerdem eine eigene Telefonzelle und eine große Terrasse für jedes Haus. Gab es überhaupt jüdische Sportler 1936, die an der Olympiade teilnehmen durften? Das war ja eine Bedingung der US-Amerikaner, dass jüdische Sportler in die Olympiamannschaft mit aufgenommen werden. Das hatte man auch zugesagt, aber man hat das doch sehr, sehr relativiert nachher. Man hat dann einige wieder rausgenommen. So waren die gesamten Sommerspiele 1936 und auch das Olympische Dorf ein Teil der gigantischen NS-Propaganda.